Hallo und herzlich willkommen zur Buchvorstellung und Diskussion von Selbstbestimmt für reproduktive Rechte von Gesine Agena, Patricia Hecht und Dina Riese. Mein Name ist Stefanie Lohaus und ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Heinrich-Böll-Stiftung live vor Ort und auch an den Bildschirmen begrüßen zu dürfen. Eigentlich sollte Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, hier live vor Ort sein, um ein Grußwort zu sprechen. Leider ist sie, wie so viele, an Covid erkrankt. Aber, und das haben wir ja mittlerweile gelernt, in 2 Jahren Pandemie können wir sie digital dazuschalten. Und daher freue ich mich sehr auf dein Grußwort, liebe Barbara, und ich übergebe gerne das Wort an dich. Einen ganz wunderbaren, schönen guten Abend wünsche ich euch und Ihnen. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich wäre wahnsinnig gerne mitten unter euch, nicht in dieser Bildschirmform, sondern wirklich live und in Farbe, weil ich finde, es gibt heute wirklich etwas zu feiern, nämlich die Veröffentlichung eines, wie ich finde, wunderbaren Buches, Selbstbestimmt für reproduktive Rechte, das der Wagenbach Verlag herausbringt. Ganz herzlichen Dank an den Verlag, an Susanne Schüssler, an ihr Lektorat, an ihre Leute, dass sie dieses Buch veröffentlichen. Und ich möchte erstmal für heute sagen, herzlichen Glückwunsch an die Autorinnen, liebe Dina, liebe Patricia, liebe Gesine. Ihr habt ein ganz, ganz wunderbares Buch vorgelegt. Inhaltlich sind es harte, taffe Themen, die ihr hier präsentiert. Aber dieses Buch ist gleichzeitig auf so gute Art und Weise geschrieben, so verständlich, stilistisch, wirklich ein tolles Werk geworden. Vielen Dank dafür. Reproduktive Rechte und reproduktive Selbstbestimmung, so wie wir sie verstehen, sind nirgendwo auf der Welt selbstverständlich. Frauen haben sie immer erkämpfen müssen und Macht über Frauen und die Kontrolle über ihre Körper und Sexualität ist leider harte gesellschaftliche Realität, die sich in Kriminalisierungen, in Diskriminierungen und eben auch in massiven Menschenrechtsverletzungen manifestiert. Ihr zeigt das im Buch auf mannigfaltige Art, legt ihr Zeugnis davon ab, wie diese Kämpfe geführt werden, warum sie geführt werden und was es bedeutet, für sie zu kämpfen. Frauen haben immer über Jahrhunderte hinweg für ihre reproduktiven Rechte und ihre sexuelle Selbstbestimmung gekämpft. Queer-Personen für ihre sexuelle Selbstbestimmung ebenso. Und das Positive ist, dass diese Kämpfe auch viel erreichen können, manchmal sogar Durchbrüche. Erst vor 3 Wochen zum Beispiel wurde in Kolumbien der Schwangerschaftsabbruch bis zur 24. Woche legalisiert. Am 7. September 2021 urteilte der mexikanische Oberste Gerichtshof, dass ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich straffrei ist. Und hier in Deutschland hat die neue Bundesregierung nun wenigstens die Abschaffung des Paragraph 219 auf den Weg gebracht und will eine Kommission einrichten zu reproduktiver Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Das ist ein positiver Schritt, aber leider noch kein Durchbruch. In Deutschland ist körperliche Selbstbestimmung von Frauen leider auch weiterhin eine Straftat. Und ich glaube, wir alle wollen auch mit diesem Buch und auch mit der Arbeit der Stiftung und so vieler Mitstreiterinnen, die in diesem Feld um reproduktive Gerechtigkeit arbeiten, endlich, dass das aufhört. Selbstbestimmung ist keine Straftat. Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper sowieso nicht. Für die Heinrich-Böll-Stiftung ist das Thema reproduktive Gerechtigkeit und Selbstbestimmung seit vielen Jahren nicht nur Thema in Deutschland, sondern vor allem in unserer internationalen Arbeit. Wir haben weltweit 35 Auslandsbüros in allen Kontinenten und für uns bedeutet es,
dass wir, wo immer wir können, Partnerinnen in ihren Kämpfen für Selbstbestimmung unterstützen, ob in Chile, in El Salvador, in Polen, in Südafrika, in Indien, Thailand oder Kolumbien, to name it. Es ist sehr, sehr gut, dass die drei Autorinnen die Ursachen und Folgen der weltweiten reproduktiven Ungerechtigkeiten unter die Lupe nehmen. Und sie schaffen es, über die Kategorie Gender hinaus, über andere soziale Kategorien wie Klasse und Rasse zu sprechen. Mit einem scharfen Blick decken sie die Verwobenheit, die Intersektionalität der Diskriminierungen im Kontext von Kolonialismus und Postkolonialismus auf. Wer darf sich vermehren auf der Welt und wer nicht? Sie verweisen auf die Gleichzeitigkeit der pronatalistischen Politiken im globalen Norden, wo die weiße Bevölkerung vor dem Aussterben gerettet werden soll, und die antinatalistische Politik des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden, nach der die dortige Bevölkerung sich bitteschön nicht zu viel und zu schnell vermehren sollte. Ja, Selbstbestimmung und reproduktive Rechte brauchen Institutionen und brauchen Gesetze, die sie garantieren. Es braucht aber auch eine Gesellschaft, die den Menschen, den Frauen zutraut, selbstbestimmte Entscheidungen bestmöglich zu treffen. Dass das in Deutschland nicht der Fall ist, spüren wir am laufenden Band. Frauen haben große Probleme, in Deutschland Ärzte zu finden, die eine Schwangerschaft abbrechen. Und es wird stetig und kontinuierlich versucht, von antifeministischen Kräften, von ultrakonservativen Kräften, von fundamentalistisch-religiösen Gruppen, Frauen zu stigmatisieren, die abtreiben. Es ist eine besondere Stärke des Buches, dass es nicht mit dem Zeigefinger nur auf autoritäre Regime zeigt, die besonders restriktiv und brutal die reproduktiven Rechte von Frauen, die schwanger werden können, einschränken, sondern dass es beleuchtet, wie anschlussfähig die Anti-Choice-Haltung bis in die Mitte auch unserer demokratischen Gesellschaften ist. Der Kampf um körperliche Selbstbestimmung ist ein feministischer, schreiben die drei Autorinnen. Dies ist definitiv die zentrale Botschaft des Buches. Es ist ein langer Kampf, denn es sind moralische Vorstellungen, Dogmen, Normvorstellungen, die über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende gewachsen sind und die heute religiöse, kulturgeschichtliche und ideologische Fundamente der reproduktiven Rechte bzw. ihres Mangels schaffen. Im Zentrum all der Kämpfe steht die Frage nach der Macht. Frauen wollen die Macht über den eigenen Körper und über das eigene Leben wiedererlangen. Dafür brauchen sie Zugang und Verfügung über Ressourcen, über Wissen, Geld, Reproduktionstechnologien, Verhütungsmitteln und Rechte, eben reproduktive Rechte. Sie brauchen die Möglichkeit zu wählen und die Verantwortung für das eigene Leben selbst zu übernehmen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieses Buch nun das Licht der Welt erblickt. Und bevor ich an Stefanie Lohaus übergebe, möchte ich hier darauf hinweisen, dass die Heinrich-Böll-Stiftung ab dem 26. April bis Anfang Juli unter dem Titel Reframing Reproduction eine internationale Online-Gesprächsreihe zu den vielfältigen Themen der Reproduktion anbieten wird, die auch eben im Buch adressiert sind. In dieser Gesprächsreihe werden viele unserer Partnerinnen und Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen und ich freue mich darauf, dass diese Webinarreihe das Buch eben auch intensiv begleiten wird. Bevor ich nun endgültig abgebe an Stefanie, hier nochmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank an den Verlag, an Susanne Schüssler. Es war toll, als wir gemeinsam verabredet haben vor mehr als anderthalb Jahren, dass es dieses Buch geben soll. Ich genieße, liebe Susanne, sehr die Gespräche mit dir und auch die ein oder andere Aktivität, die wir miteinander ausgeheckt haben.
Das Buch ist eines davon. Danke vor allem aber auch Joanna Barelskowska und Jana Prosinger in der Heinrich-Böll-Stiftung, weil, liebe Joanna, liebe Jana, ohne euch, ohne die Finanzierung und all die praktische Arbeit, die intellektuelle Arbeit, die administrative Arbeit, wäre dieses Buch eben auch nicht möglich gewesen. Davon bin ich überzeugt. Danke euch allen ganz, ganz herzlich. Wünsche den drei Autorinnen, Patricia und Gesine und Dina, das Allerbeste für dieses Buch. Es soll breit rezipiert werden. Alles Gute dafür. Und nochmal, ich wäre lieber bei euch, als da irgendwo installiert auf diesem Bildschirm. Bis bald und wir sehen uns. Danke euch. Ja, bis bald, liebe Barbara. Und ich denke, ich spreche hier für den ganzen Saal, wenn ich dir von ganzem Herzen gute Besserung wünsche und dass du schnell wieder auf die Beine kommst und uns mit deiner Anwesenheit beehren kannst. Dankeschön. Danke, Stefanie, nochmal. Ja, ich möchte noch einmal das Wort an den Verlag geben, der auch ein paar Worte noch spontan einfügen möchte. Schnell das Mikrofon, da haben wir es. Guten Abend vom Verlag, nur ganz paar Worte. Vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir heute hier sein können, um dieses Buch zu präsentieren, für die Einladung. Vielen Dank an alle Beteiligten und vor allen Dingen an Barbara Unmüßig. Gute Besserung auch von unserer Seite natürlich an Sie. Danke überhaupt für die Unterstützung dieses Buches. Ohne die Stiftung wäre es nicht möglich gewesen, für uns das zu realisieren. Und vielen Dank von Seite des Wagenbachs Verlags auch an die Autorin. Ich bin ebenso glücklich über dieses Buch. Ich finde es großartig, wie die drei Autorinnen es geschafft haben, diese Fülle an Material, an Beispielen, Zahlen, Fakten, zeitlich, geografisch, weit auseinanderliegend zusammenzufassen, zu bündeln, großartige O-Töne und Zitate dafür zu finden, um das zu beschreiben, was es zu beschreiben gilt. In der Analyse die intersektionale Perspektive da drin, es zu schaffen, Bevölkerungspolitik und reproduktive Rechte zusammenzudenken. Das gefällt mir, das beeindruckt mich. Und über diese Jahre der Konzeption und der Textarbeit haben sich meines Erachtens mehr als ausgezahlt. Ich hoffe auch, dass es sehr viele LeserInnen finden werden, die das lesen, um informiert zu werden, aufgerüttelt zu werden und aber auch bestärkt zu werden in ihrem feministischen Kampf für reproduktive Rechte. Das wünsche ich mir sehr und allen einen guten Abend. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Bevor wir in die Diskussion einsteigen und ich die Autorinnen auch noch einmal vorstellen möchte, ganz kurz noch zum Ablauf. Wir werden das jetzt so gestalten, dass wir 45 Minuten lang diskutieren werden hier auf dem Podium. Die drei haben auch Auszüge vorbereitet, die sie vorlesen werden. Und dann wollen wir in die Diskussion einsteigen. Das geht hier im Saal über das Mikro, was Sie hier sehen, die hier im Saal sind, und hier an den beiden Seiten. Und auch von zu Hause oder von den Bildschirmpersonen kann mitdiskutiert werden. Wir haben hier eine Anwältin des Publikums, die dann eben entsprechend die Fragen vortragen wird. Also scheuen Sie sich nicht, Fragen im Chat zu stellen, sich auch jetzt schon mal zu überlegen, wo Sie vielleicht nachhaken möchten. Und ja, da freuen wir uns auf die spannende Diskussion danach. Aber zunächst möchte ich einmal die drei vorstellen, der Reihe nach. Ganz außen Gesine Agina, sie ist Politikwissenschaftlerin, sie arbeitet in der Amadeo-Antonio-Stiftung und war bis 2019 stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Gesine. Neben ihr sitzt Patricia Hecht. Sie ist Redakteurin für Geschlechterpolitik der TAZ.
Schwerpunkte Ihrer Arbeit sind Antifeminismus und reproduktive Rechte im inner- und außerparlamentarischem Spektrum. Herzlich willkommen, Patricia. Und Dina Riese ist Redakteurin für Migration und Einwanderungsgesellschaft im Inlandsressort der TAZ. Und ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit sind reproduktive Rechte. Und sie wurde für ihre Recherchen zum Abtreibungsparagrafen 219a mehrfach ausgezeichnet. Hallo Dina. Ja, ich bin natürlich auch Fan von euch, Leserin von euch seit vielen Jahren. Und auch deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ihr gemeinsam ein Buch geschrieben habt. Und mich würde da als erstes interessieren, Patricia, wie habt ihr euch zusammengefunden? Klar, ich meine, Dina und du, ihr seid Kolleginnen, aber auch Gesine, wie seid ihr zusammengefunden und wie kam das Buch zustande? Die Initiative zu diesem gesamten Projekt ging eigentlich aus von Lena Luschak, unserer super Lektorin bei Wagenbach, die gerade auch schon was gesagt hat, die vor vielleicht so 3 Jahren ungefähr auf mich zukam und fragte, ob wir mal was zusammen machen wollen. Und ich dachte, ja super, total gerne. Und da schwirrten irgendwie noch andere Themen am Anfang so ein bisschen rum. Und wir haben eine Weile gebraucht, bis wir sozusagen so geklärt hatten, was überhaupt auch so pragmatisch möglich sein könnte, neben Lohnarbeit und so. Dann habe ich Dina gefragt, von der ich aus der Taz wusste, dass wir sehr gut zusammenarbeiten, ob sie nicht auch Lust hätte. Und parallel kam über Lena und die Böll-Stiftung dann Gesine mit ins Boot, die wir auch alle aus der Arbeit kannten schon. Vielleicht an der Stelle auch nochmal von uns dreien ein sehr herzliches Danke an Lena, an Susanne Schüssler, an den Wagenbach Verlag und deren Presseabteilung, an Barbara Unmüßig von der Böll-Stiftung, Joanna Barikowska, Jana Prosinger. Habe ich alle? Vielen Dank. Wir sind sehr, sehr schön unterstützt worden die letzten 2 Jahre. Und dann hatten wir irgendwie, wir waren sozusagen so zu dritt zusammen und hatten so diese Struktur und es war noch gar nicht ganz klar, was es dann werden würde. Und das ging dann sehr schnell, weil wir alle länger zu reproduktiven Rechten schon gearbeitet haben. Es gab den 219a mit der Verurteilung von Christina Hähnel, 150 Jahre 218. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, das ist alles nur so die Spitze des Eisbergs und ja auch quasi nur Abbrüche. Und diese gesamte Diskussion um reproduktive Rechte oder reproduktive Gerechtigkeit ist so im deutschsprachigen Raum oder Kontext noch überhaupt nicht angekommen. Und dann haben wir sozusagen beim, ich glaube, ersten und einzigen analogen Treffen, das wir hatten, super schnell in einer halben Stunde oder so festgelegt, was es werden sollte und haben mit der Pandemie begonnen zu arbeiten und sehen uns jetzt heute auch tatsächlich zum ersten Mal analog wieder seitdem. Wir haben uns ständig digital gesehen und viel Textarbeit zusammen gemacht, aber haben uns, auch weil wir in anderen Städten dann waren, teilweise nicht mehr getroffen seitdem. Ja, Wahnsinn. Und dann kommt da so was Tolles bei raus. Du hast das gerade schon erwähnt, ein bisschen meine Frage vorweggenommen. Also viele Menschen, wenn sie reproduktive Rechte hören, denken eben zuerst an die Frauenbewegung, an die eben ganzen Kämpfe um die Abschaffung von Paragraph 218, vielleicht noch 219a. Mich würde interessieren, ihr habt das Thema ja viel breiter aufgestellt, aber vielleicht könnte es sogar noch breiter werden. Welche Themen waren euch wichtig? Also was erwartet uns in dem Buch für ein Themenspektrum? Gesine. Genau, also wie Patricia gerade schon gesagt hat, wir haben uns am Anfang ja sehr stark oder sehr intensiv auch mit dem Schwangerschaftsabbruchsthema beschäftigt. Und das ist auch weiterhin total wichtig und ein zentrales Thema in diesem Buch. Aber reproduktive Rechte sind eben viel, viel breiter. Ja. Da geht es um die Frage von sicheren Geburten, um die Frage von Verhütung, auch um den Diskurs über Geburt und über sexuelle Selbstbestimmung und Kinderlosigkeit beispielsweise in Deutschland. Und dann haben wir uns sehr stark auch mit der Frage beschäftigt, welche Kritik gibt es zum Beispiel von der Seite von schwarzen Feministinnen an der weißen Frauenbewegung oder der Frauenbewegung. Und die Kritik geht ungefähr in die Richtung, dass viele schwarze Feministinnen formuliert haben, dass es eben zu zentral in der Frauenbewegung ist,
nur sozusagen oder sehr, sehr ausschließlich auf den Kampf für legale Schwangerschaftsabbrüche zu fokussieren. Und das fanden wir eine interessante Debatte und da haben wir uns viel mit der Frage von Bevölkerungspolitik beschäftigt, weil nämlich beispielsweise marginalisierte Personen und Personengruppen weltweit und über die Jahrzehnte und verschiedene Länder hinweg davon abgehalten werden, Kinder zu bekommen. Ja, sei es, weil der Diskurs sie ausschließt, sei es, weil sie finanziell weniger Mittel haben als andere, sei es, weil sie von Zwangssterilisation betroffen sind. Und das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben und das ist sozusagen auch etwas, was sich dann durch das ganze Buch zieht. Also reproduktive Rechte ist eben mehr als legale Schwangerschaftsabbrüche und gleichzeitig bleibt der Kampf für legale und sichere Schwangerschaftsabbrüche eben ein ganz zentraler und ein ganz wichtiger feministischer, wo noch viel gemacht werden muss. Du sprichst die Perspektive von marginalisierten Gruppen an. Wie ist euch das gelungen? Ich sage jetzt mal, was ich als Herausforderung empfinde, ist eben, mit dem Thema umzugehen, ohne eine, ich sag mal, hetero- und cis-normative Perspektive zu reproduzieren. Wie ist euch das gelungen? Genau, also wir haben ganz bewusst, ganz am Anfang des Buches auch schon nochmal klargestellt, aus welcher Perspektive wir drei schreiben. Ja, wir sind eben als Gruppe jetzt keine besonders vielfältige Autorinnengruppe. Wir sind alle drei weiß, eine von uns ist weiß und jüdisch. Wir haben alle drei studiert und haben auch in vielerlei anderer Hinsicht, sind wir nicht so wahnsinnig vielfältig. Aber natürlich haben wir uns in der Recherche mit ganz, ganz vielen auch anderen Sichtweisen auf reproduktive Rechte beschäftigt. Da ist die nach vielfältigen Geschlechter- und Sexualitätsmodellen sozusagen die eine. Die andere Frage ist die Frage von Rassismus oder die Frage von Inklusion. Und das haben wir versucht, auch in dieses Buch einfließen zu lassen. Und da haben wir, glaube ich, auch super viel aus allen möglichen Bewegungen, die es dazu gibt, mitgenommen und gelernt und versucht, diese Perspektiven in das Buch einfließen zu lassen. Danke. Ja, wir wollen ein bisschen einen Überblick geben über das Buch, aber auch einzelne Themenschwerpunkte setzen. Und ihr beginnt mit diesem riesigen Thema Bevölkerungspolitik, also reproduktive Rechte und Bevölkerungspolitik. Und Patricia, ich glaube, du hast da eine Textstelle zu vorbereitet. Die würde ich dich bitten, einmal vorzulesen. Es sind die Geburtenraten. Es sind die Geburtenraten. Es sind die Geburtenraten. Mit diesen manischen Worten eröffnet der Attentäter sein 74 Seiten langes rechtsterroristisches Manifest. Seine Mission, weiße Frauen müssten mehr Kinder bekommen, der große Austausch der weißen Bevölkerung durch Einwanderung müsse gestoppt werden. 51 Menschen kommen bei diesem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März 2019 ums Leben. 50 weitere werden zum Teil schwer verletzt. 7 Monate später, im Oktober 2019, versucht ein Mann in Halle in die Synagoge einzudringen, um ein Blutbad anzurichten. Als er daran scheitert, ermordet er vor dem Gebäude und in einem nahegelegenen türkischen Imbiss 2 Menschen. Er streamt seine Tat im Netz. Das Video eröffnet er mit den Worten: Feminismus ist schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, die Ursache für Massenimmigration ist. Und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude. Christchurch und Halle, weitere Tatorte lassen sich hinzufügen, Utøya oder Hanau etwa. An all diesen Orten haben rechtsextreme Männer terroristische Attentate verübt, überzeugt von derselben Idee. Der große Austausch, The Great Replacement, so der Titel der Erklärung von Christchurch, müsse verhindert werden. Der große Austausch ist Kampfbegriff und rechtsextreme Verschwörungsideologie zugleich. Es ist das derzeit am weitesten verbreitete Konzept der neuen Rechten. Durch hohe Geburtenraten unter Nichtweißen und niedrigen unter weißen Frauen stehe ein Genozid der europäischen Gesellschaften bevor. Schuld daran trage auch der Feminismus. Viel wird über die rassistischen und antisemitischen Hintergründe der Anschläge berichtet und diskutiert. Die Verachtung von Frauen aber und die bevölkerungspolitische Komponente, die diesen Taten ebenfalls zugrunde liegen, werden oft außer Acht gelassen. Dabei sind rassistische, antisemitische, bevölkerungspolitische und antifeministische Dimensionen in rechtsextremen Ideologien untrennbar verwoben. Die Körper von Frauen nehmen in diesem Weltbild eine passive Rolle ein. Sie sind Hüllen für das Ziel, die Volksgemeinschaft zu erhalten. Eine weiße Frau, die keine Kinder bekommt, ist eine Gefahr für den sogenannten Volkserhalt. Die anderen aber sollen sich weder fortpflanzen noch, wie bei den Attentaten ins terroristische Extrem getrieben, überleben.
Zur angestrebten rechtsextremen und männlichen Hegemonie über die Welt gehört die Idee, die Beschaffenheit der Bevölkerung zu bestimmen. Und das funktioniert besonders gut über die Kontrolle weiblicher Reproduktionsfähigkeit. Danke, Patricia. Ihr habt das Thema an den Anfang gestellt und du zeigst hier ja vor allem auch die aktuellen Auswirkungen dieser historischen Geschichte. Warum ist das so wichtig, dieser Blick in die Geschichte? Genau, wir machen am Anfang vom Buch einen ziemlich großen historischen Rückblick auch auf die Ursprünge von Bevölkerungspolitik, also auf die Versuche zu bestimmen, wie Bevölkerung zusammengesetzt ist, wie groß sie ist und so weiter. Und es ist deswegen wichtig, weil es total elementar ist, um auch zu verstehen, welche Mechanismen da heute noch am Werk sind. Also wenn man zum Beispiel, es geht einfach irgendwie schon immer um die Frage, wer greift zu, wer erhebt Besitzansprüche auf Bevölkerung, wenn zum Beispiel der Staat, ne, für den Staat die Idee ist, Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten, weil der Staat möglichst viele Untertanen möchte als ArbeiterInnen, als Soldaten und so weiter. Das sind die, da kommen die Abtreibungsgesetze, die wir heute immer noch haben, her. Und gleichzeitig immer aber auch die Frage, wer soll eigentlich Kinder bekommen und wer nicht? Also schon ganz früh spielt eine total zentrale Rolle, dass einerseits der Staat möglichst viele Untertanen haben möchte, möglichst viele BürgerInnen haben möchte und gleichzeitig aber auch, und das scheint so ein bisschen paradox, nur bestimmte Gruppen Kinder kriegen sollen. Also ganz früh geht es zum Beispiel darum, dass Armut bekämpft werden soll, nicht dadurch, dass umverteilt wird, nicht dadurch, dass die Ursachen von Armut bekämpft werden, sondern dadurch, dass arme Leute weniger Kinder kriegen. Oder andere Gruppen, die sozusagen im Wohle der Allgemeinheit keine Kinder kriegen sollen. Also Menschen, die als krank definiert werden, Menschen, die als anders definiert werden. Und also das, ne, historisch hat das total brutale, gewalttätige Auswirkungen genommen. Irgendwie, wenn man den Begriff Eugenik hört, dann denkt man ganz schnell an den Nationalsozialismus, vergisst dabei aber, dass das zu der Zeit international total populär war, dass es in den USA und quasi in ganz Europa eugenische Gesetze gab, auf deren Grundlage Menschen zwangssterilisiert wurden und dass das mit 1945 lange nicht vorbei war, sondern dass Menschen, die in ihrer Sexualität, also homosexuelle Männer zum Beispiel zwangssterilisiert wurden, Menschen mit Behinderung zwangssterilisiert wurden und so weiter. Und wenn man sich anguckt, wem heute immer noch abgesprochen wird, Eltern zu werden, dann sieht man, dass es die gleichen Gruppen sind. Also wir zitieren im Buch Ninia Lagrand, eine Moderatorin, die beschreibt, wie sie beim Frauenarzt ist, sie ist kleinwüchsig und der Arzt sagt ihr im Ultraschall, sie ist schwanger, sie freut sich auf das Kind und der Arzt sagt ihr, keine Sorge, das Kind wird nicht wie sie. Und nach wie vor gibt es also dieses ganz weit verbreitetes Bild, dass es für alle Beteiligten besser wäre, wenn Menschen mit Behinderung keine Kinder kriegen oder zumindest keine Kinder mit Behinderung. Und auch solche Narrative wie Sarrazins Erzählung von Kopftuchmädchen, in Anführungszeichen, ganz schlimmes Wort, mit muslimischen Frauen, die sich zu viel vermehren und das sei eine Bedrohung für die Gesellschaft, das schließt also nahtlos an Diskurse, die Jahrzehnte und Jahrhunderte alt sind. Und deswegen ist es wichtig, auch die zu kennen. Danke, Dina. Man könnte jetzt den Eindruck haben, dass das natürlich Diskurse sind, die eher aus einem rechten Spektrum kommen, also extrem rechts, aber vielleicht auch rechtskonservativ. Gleichzeitig ist es aber ja so, das beschreibt ihr ja auch im Buch, dass auch FeministInnen oder auch UmweltaktivistInnen in diese Diskurse, an diesen Diskursen teilnehmen und die nicht etwa auflösen. Gesine, was sind da Beispiele für? Genau, also wir haben uns eben zum einen nochmal damit beschäftigt, wie frühere Frauenrechtlerinnen sich damit auseinandergesetzt haben. Und da würde ich zwei Namen nennen. Das war einmal Margaret Sanger und zum anderen Mary Stopes, die beide so um den Beginn des 20. Jahrhunderts herum aktiv waren und die zum einen natürlich große Verdienste haben, weil sie dafür gekämpft haben, dass Verhütungsmittel verbreiteter werden, und dass Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln bekommen, gerade in einer Zeit, in der Frauen damals teilweise 10 oder mehrmals in ihrem Leben schwanger waren, weil sie eben keinen Zugang
zu Geburtenkontrolle und zu Verhütung hatten. Und dafür haben sich diese Frauen eingesetzt, aber sie waren eben auch Anhängerinnen von diesen eugenischen Ideen, die Dina gerade schon geschildert hat. Und das ist natürlich hochproblematisch. Also es ging so weit bis zu Forderungen nach Sterilisation von Menschen mit Behinderung. Und aus unserer Sicht ist es eben wichtig, gerade für uns als heutige Feministinnen, dass wir uns damit auch kritisch auseinandersetzen, uns mit der Geschichte von diesen Vorkämpferinnen beschäftigen, gerade deswegen auch, weil es eben internationale Organisationen gibt, die ja auf diese Gründungsfiguren sozusagen zurückgehen. Also die IPPF, die International Planned Parenthood Federation, wurde eben von Margaret Sanger gegründet. Oder es gibt eine Organisation, die eben Mary Stopes International heißt oder hieß. Ja, genau. Und diese Organisationen haben eben angefangen, sich damit auch kritisch auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und für den Umweltbereich, genau, das ist quasi ähnlich. Also auch im Umweltbereich gibt es natürlich AkteurInnen und Organisationen, die meinen, dass Bevölkerungspolitik das Mittel der Wahl ist, um den Klimawandel zurückzudrängen. Ja. Da gilt, ist zum Beispiel ein Beispiel der Club of Rome, der ja 1972 ein Werk veröffentlicht hat, Die Grenzen des Wachstums. Das war damals so ein ganz großer Umweltklassiker, der eine riesige internationale Debatte über Umweltpolitik ausgelöst hat und eben die Grenzen des Wachstums und die Grenzen, die planetaren Grenzen. Und da ging es aber auch sehr stark um die drohende Überbevölkerung, ja, oder um die angeblich drohende Überbevölkerung. Und dieser gleiche Club of Rome, der die veröffentlichen eben alle paar Jahre wieder Berichte, und 2016 war ein Vorschlag des Club of Rome, eine Ein-Kind-Politik zu fordern, um eben die Klimakrise einzudämmen. Und das ist eben auch hochproblematisch, wo wir eben sagen, ja, Klimaschutz muss woanders ansetzen, nämlich da, wo der globale Norden besonders viele Emissionen ausstößt und nicht bei dem Zugriff auf Frauenkörper oder bei der Empfehlung oder der ja, Förderung von so oder weniger oder mehr Geburten. Genau, und aus unserer Sicht ist es eben total wichtig, auch für Menschen, die in der Umweltbewegung oder eben der feministischen Bewegung aktiv sind, sich mit diesen Vorkämpferinnen, mit diesen Vorbildern vielleicht auch auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen, weil eben genau solche Politiken und solche Ansätze ja eben nicht Vorbild sein können für heutigen Aktivismus. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wollen wir zu einem nächsten Thema kommen, das ich auch ja, ein sehr wichtig finde? Ja, natürlich, liebe Dina. Ja, genau. Also was ich wollte gerade noch sagen, weil diese beiden Themen, ne, Umweltaktivismus und Feminismus, auch an diesem Beispiel, was Gesine gerade gebracht hat, nochmal sehr eng zusammengehen und man das auch sehen kann. Also zum Beispiel diese Organisationen, die Gesine gerade angesprochen hat, unter anderem im globalen Süden Arbeit machen für reproduktive Rechte, indem sie eben Menschen dort Zugang zu Verhütungsmitteln verschaffen wollen. Und das ist ein total wichtiges Thema, aber auch ein total ambivalentes, weil eben immer die Frage ist, um was geht es da? Geht es da darum, dass Frauen oder Menschen, die schwanger werden können, da selbstbestimmt entscheiden können, dass sie verhüten wollen, ob sie nicht verhüten wollen, ob sie Kinder wollen, ob sie keine wollen, wie viele sie wollen? Oder geht es irgendwie darum, dass sozusagen über diese ganz individuelle Entscheidung große Politik gemacht werden soll, wie damit soll die Armut verhindert werden? Durch weniger Kinder sollen diese Länder reicher werden? Durch weniger Kinder soll der Klimawandel aufgehalten werden? Und während es natürlich total wichtig ist, dass Menschen, die verhüten wollen, Zugang zu Verhütungsmitteln haben, kann es nicht über individuelle Verantwortung gelöst werden, Armut oder Klimawandel aufzulösen. Und eben auch nicht darüber, dass der globale Norden sein Wirtschaften und sein Luxusleben, die er ja auf Kosten des globalen Südens führt, sozusagen dadurch wegsubventioniert, dass Menschen im globalen Süden bitte zum Wohle aller doch weniger Kinder kriegen sollen. Ja, danke Dina nochmal für die Ergänzung. Das nächste Thema ist auch eigentlich nur international zu verstehen, über das wir sprechen möchten. Barbara Unmüßig hatte in ihrem Grußwort ja quasi Erfolge, aktivistische Erfolge in puncto reproduktive Rechte erwähnt in Kolumbien oder auch eben hier die Abschaffung von Paragraph 219a, die ja demnächst kommen wird.
Aber es gibt eben natürlich auch Gegnerinnen von reproduktiven Rechten, sogenannte AbtreibungsgegnerInnen. Und auch das spielt eine Rolle in eurem Buch. Und Gesine, du hattest dafür etwas vorbereitet. Sie beten, sie rangeln. Im August 2020 versuchen KatholikInnen, Evangelikale und Rechtsextreme eine Klinik in Brasilien zu stürmen. Der Grund? Ein 10-jähriges Mädchen ist gerade dabei, sie zu betreten. Das Kind wurde seit seinem 6. Lebensjahr immer wieder von seinem Onkel vergewaltigt. Doch nicht dieses Verbrechen ist Grund für die Erregtheit der Masse, sondern die Tatsache, dass die 10-Jährige deshalb einen Schwangerschaftsabbruch braucht. Als das Mädchen in die Klinik kam, hatte sie ihren Teddybär in der Hand. Die FundamentalistInnen beschimpften sie als Mörderin, berichtet eine Feministin, die vor Ort ist, um die Betroffene zu unterstützen. Weltweit sind Schwangerschaftsabbrüche so heftig umkämpft wie nur wenig anderes. Sie sind Austragungsort von Kämpfen um Körper, Religion und Macht. Im Umgang mit ihnen zeigt sich, wie emanzipatorisch, progressiv, geschlechtergerecht und gesundheitsbewusst Regierungen handeln. Letztlich, wie demokratisch sie sind. Schwangerschaftsabbrüche betreffen rund die Hälfte der Menschheit potenziell persönlich. Müßig zu erwähnen, dass die entsprechenden Gesetze in der Mehrheit aus der Feder derjenigen stammen, die zur anderen Hälfte gehören. Nirgendwo auf der Welt führen restriktive Gesetze dazu, dass es keine Schwangerschaftsabbrüche gibt. Sie verhindern lediglich sichere Abbrüche. Eine von 5 Frauen in Brasilien hat im Alter von 40 Jahren bereits eine Schwangerschaft abgebrochen. Schätzungen zufolge finden jährlich bis zu 1 Million Abtreibungen im Land statt, die meisten davon illegal und unter unsicheren Bedingungen. Laut offiziellen Zahlen müssen jedes Jahr mehr als 250.000 Frauen in Brasilien wegen Komplikationen im Krankenhaus behandelt werden und 200 sterben an den Folgen unsicherer Abbrüche. Die Dunkelziffern sind höher. Es sind 200 von weltweit 47.000 Frauen, die jedes Jahr ihr Leben verlieren, weil sie gezwungen sind, einen Abbruch unter unhygienischen und unprofessionellen Bedingungen machen zu lassen. Nicht zufällig ist der Kleiderbügel zu einem Symbol der globalen Pro-Choice-Bewegung geworden. Zu viele ungewollt Schwangere haben über die Jahrhunderte hinweg verzweifelt versucht, ein Embryo mit Hilfe eines aufgebogenen Drahtbügels mit rostigen Instrumenten oder mit Gift aus ihrem Körper zu entfernen. Danke. Ja, die Textstelle zeigt ja sehr gut, was einfach das Problem an dieser Praxis ist. Also sie verhindert keine Abbrüche, sie schafft viel Leid. Und gleichzeitig stellt sich eben für mich die Frage, ich bin da unentschieden. Manchmal habe ich das Gefühl, diese AbtreibungsgegnerInnen, die sind auf dem Vormarsch. Wir müssen uns ganz stark dagegen stemmen. Dann wiederum gibt es doch wieder das Gefühl, dass AktivistInnen in verschiedenen Ländern ja auch tatsächlich Fortschritte erzielen. Wie, Patricia, würdest du das einschätzen? Also sind diese Gruppen auf dem Vormarsch global gesehen oder ist es ein Ringen? Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich auf einer globalen Ebene so pauschal beantworten kann. Also wenn man sich bestimmte Orte anschaut, dann gibt es auf jeden Fall Städte und Länder, in denen in den vergangenen Jahren viel Fortschritt erreicht wurde und sehr progressive Gesetze auch gemacht wurden. Jetzt konkret in puncto Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel Irland, Argentinien, Kolumbien jetzt zuletzt. Da wurde also weitgehend liberalisiert oder legalisiert. Und gleichzeitig gibt es Netzwerke, lokal oder transnational oder auch Regierungen, rechte, rechtsextreme, fundamentalistische, die vor allem durch Gesetze dann wieder sehr stark Rechte einschränken. Also brauchen wir nur nach Polen schauen, wo seit Oktober ein faktisches Totalverbot von Schwangerschaftsabbrüchen gilt und mindestens eine Frau seitdem deshalb auch gestorben ist, oder auch in die USA, wo noch unter Trump der Supreme Court deutlich nach rechts gerückt ist und ein Grundsatzurteil von 1973 wackelt, also fast ein halbes Jahrhundert alt. Und möglicherweise ist, also es kann passieren einfach, dass in den USA Abbrüche auf absehbare Zeit nicht mehr legal sein werden. Deswegen, ich würde sagen, dass, also es ist auf jeden Fall, also sie sind einfach stark umkämpft, weil es auch sozusagen nicht nur um Abbrüche geht, sondern meistens direkt ums große Ganze. Und es ist so ein Hin und Her.
sozusagen. Und würdest du oder würdet ihr, ich spreche euch alle drei an, es ist nicht ersichtlich in dem Buch, wer welche Passagen geschrieben hat, alle sind Expertinnen, würdet ihr sagen, dass das Thema immer verknüpft ist, auch mit rechten Diskursen und Shrinking Spaces? Also ich meine, die USA wären jetzt zum Beispiel ein Gegenbeispiel, wo diese Positionen auch innerhalb einer Demokratie stark werden. Wer sind die UnterstützerInnen? Eigentlich sind die USA gar nicht so ein Gegenbeispiel, weil es, wie gesagt, noch unter Trump kam und weil eigentlich sozusagen in den Bundesstaaten, in denen jetzt schon seit Jahren versucht wird, dieses Grundsatzurteil Roe versus Wade auszuhöhlen, das sind eigentlich republikanisch regierte Bundesstaaten und in der Partei gibt es einen sehr starken christlich-fundamentalistischen rechten Flügel. Insofern, ich würde schon sagen, dass es stark verknüpft ist, auf jeden Fall. Und wie können wir diese Tendenzen aufhalten, aktiv bekämpfen? Ja, gute Frage. Also mit Blick aufs Buch würde ich sagen, durch die Etablierung, durch den Ausbau und durchs Umsetzen von reproduktiven Rechten und reproduktiver Gerechtigkeit, also dass reproduktive Gerechtigkeit denkt, reproduktive Rechte noch mit sozialer Gerechtigkeit zusammen. Und wenn man das dann ausformuliert, ist es tatsächlich so eine Art emanzipatorisches Gegenstück zu rechter Politik. Und es würde sehr viel helfen, wenn man diese ganzen einzelnen Aspekte, die so rumschwirren und die selten zusammen gedacht werden, also zum Beispiel Verhütung, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, sichere Geburt, Mutterschaft, Elternschaft, wenn man die mal zusammendenken würde. Also zum Beispiel jetzt der Koalitionsvertrag, der neu ist, auf jeden Fall schon mal progressiver als alles, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt hierzulande so auf dem Tisch lag. Und trotzdem ist es so, dass die einzelnen Vorhaben, die es gibt, also die gut sind und die es gibt, so an verschiedenen Stellen einfach noch so aufblitzen. Und das wird überhaupt nicht, es wird sozusagen einfach nicht zusammengedacht. Und man könnte aber auch natürlich ein reproduktive Rechtegesetz zum Beispiel einführen, was dabei helfen würde, diese ganzen Rechte juristisch noch mal stärker abzusichern und auch die Perspektive auf diesen gesamten Komplex zu verändern. Ja, das ist ein guter Hinweis, auch für die PolicymakerInnen vielleicht hier am Bildschirm für die Zukunft. Habt ihr da noch etwas zu ergänzen? Ja, also genau, ich finde, es ist wirklich, man muss sich das sozusagen mal vor Augen führen, dass das, was wirklich total weiterhelfen würde, wäre zu verstehen, dass reproduktive Rechte, das ist ja so ein sperriger Begriff im Deutschen, ne? Die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist. Wenn wir erzählt haben, wir schreiben ein Buch über reproduktive Rechte, war es immer so, über was? Und das, also, ne? Eigentlich ist es aber total simpel und gleichzeitig was total Grundlegendes in der Frage, wie frei Menschen in unserer Gesellschaft sein und leben und sich entfalten können, weil es um die Frage geht, oder es geht darum, dass Menschen das Recht haben, selbst zu entscheiden, ob sie Kinder bekommen und wenn ja, wann, wie oft, und dass sie das unter sicheren Bedingungen tun, mit einer guten medizinischen Versorgung und mit Zugang zu allen Informationen, die sie auch dafür brauchen. Und da steckt ja eigentlich schon total viel drin, was leider überhaupt noch nicht Realität ist. Und wenn man das aber so versteht, dann weiß man auch, warum sozusagen ein Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche legalisiert, zusammengehört oder das gleiche Gesetz sein muss wie ein Gesetz, das dafür sorgt, dass es eine 1:1-Betreuung durch Hebammen unter der Geburt gibt, dass es Zugang zu Verhütungsmitteln gibt und dass das Recht zu verhüten in das gleiche Gesetz gehört wie das Recht, sich gegen Verhütung zu entscheiden und nicht von oben diktiert zu oder von irgendwem diktiert zu bekommen, ob man Kinder kriegen soll oder ob man keine kriegen soll. Danke. Ja, kommen wir zu einem weiteren Themenkomplex, den wir noch besprechen möchten. Ihr scheut euch auch nicht vor kontroversen Themen, wo ich selber denke, also ja, was ist dazu meine Haltung einerseits, aber andererseits? Und zwar das Thema Leihmutterschaft, auch das sprecht ihr an. Und genau, Dina greift sich schon das Buch, sie hat dazu eine Textstelle vorbereitet. Wir erfüllen Ihre Wünsche in Kalifornien, prangt es groß auf Deutsch auf der Webseite einer US-amerikanischen Reproduktionsklinik. Sie suchen eine Leihmutter? Dann sind Sie bei uns in Los Angeles genau richtig. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, was nicht heißt, dass es keine deutschen Eltern gibt, deren Kind von einer Leihmutter ausgetragen wurde.
Belastbare Zahlen dazu, wie viele deutsche Paare oder Singles ins Ausland reisen, um eine Leihmutter in Anspruch zu nehmen, gibt es keine. Ebenso wenig wie verlässliche Daten über die so gezeugten Kinder oder die bevorzugten Behandlungsländer. Deutsche Auslandsvertretungen berichten jedoch über eine Zunahme der Inanspruchnahme von Leihmüttern durch deutsche Paare in den USA und der Ukraine, in Kanada, Brasilien, Großbritannien, Russland und Georgien. Und das Beispiel der kalifornischen Klinik zeigt, die Unternehmen sind auf deutsche Kundschaft eingestellt. Kommerzielle Leihmutterschaft ist heute nur in wenigen Ländern legal, in einigen davon ausschließlich für einheimische Wunscheltern. In manchen Ländern gibt es klare Regeln, in anderen vor allem Grauzonen, weil explizite Verbote fehlen. Was legal ist, inwiefern das Feld reguliert ist und wie hoch die Kosten sind, ist international sehr unterschiedlich, stetig im Wandel begriffen und unübersichtlich. Derzeit sind vor allem die Ukraine und Teile der USA legale und beliebte Ziele für heterosexuelle Bestelleltern aus dem Ausland. Für schwule Paare kommen bestimmte US-Bundesstaaten in Frage. Der Webseite Babyjazz zufolge müssen sich Bestelleltern in der Ukraine auf eine Summe von 56.000 bis 68.000 Dollar einstellen, in den USA auf 120.000 bis 180.000 Dollar. Folglich sind es wohlhabendere Menschen, die in dieser Form auf Körper von Frauen zugreifen. Auch bei der kommerziellen Leihmutterschaft spiegeln sich die globalen Machtstrukturen. Das Wohlstandsgefälle zwischen Nord- und Südeuropa, zwischen West- und Osteuropa sowie zwischen dem globalen Norden und Süden, aber auch innerhalb der Gesellschaften, bildet die Basis für kommerzielle Leihmutterschaft, schreibt ein feministisches Netzwerk in einem 2020 veröffentlichten Aufruf, der sich für die Aufrechterhaltung des Leihmutterschaftsverbots in Deutschland ausspricht. Anders als bei den meisten übrigen Reproduktionstechnologien geht der Trend auch international eher in Richtung Verschärfung als Ausweitung. In Indien etwa war kommerzielle Leihmutterschaft zwischen 2002 und 2015 legal. Das Geschäft boomte. Vor allem ausländische Paare kamen, um ein Kind austragen zu lassen, denn in Indien war es deutlich günstiger als etwa in den USA. Während das Land besonders für arme Menschen aus ethnischen Minderheiten massive Sterilisationskampagnen lancierte, siehe Kapitel 1, bewarb es, so die Soziologin Pande, Optionen assistierter Reproduktion für weiße Paare aus der Upper Class. Als Wirtschaftszweig für Wohlhabende wurde die Praxis geradezu forciert. 2015 wird die kommerzielle Leihmutterschaft verboten. Ein Grund dafür sind Skandale, vor allem in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der Tragemütter. Leihmutterschaftskliniken mit übervollen Schlafsälen, Gebärstationen, die kaum Privatsphäre boten, bis hin zur mangelhaften Information der Frauen, die sich oft ahnungslos auf das Geschäft einließen und während ihrer Schwangerschaft kontrolliert und diszipliniert wurden. Danke. Diesem Kapitel oder diesem Auszug, den du gerade vorgelesen hast, folgend werden ja eben vor allem die problematischen Aspekte von Leihmutterschaft deutlich. Gibt es denn auch Aspekte, wo du sagen würdest, in dem Zusammenhang wäre das in Ordnung? Wir haben über die Frage total lange auch unter uns gesprochen und also was uns ganz wichtig war zu sagen ist, wir sind alle drei dafür, dass Leihmutterschaft verboten wird. Was uns aber ganz wichtig war zu sagen ist, dass es uns dabei nicht darum geht, irgendwie moralisierend oder überhaupt wertend über die Menschen zu sprechen, die entweder Leihmütter beauftragen oder als Leihmütter arbeiten. Es geht einfach um ganz große strukturelle Fragen nach der Wahrung von Menschenrechten. Und auch wenn man in diesem Bereich reproduktive Rechte und Reproduktionstechnologien und Medizin guckt, dann ist Leihmutterschaft einfach nochmal was sehr Herausgehobenes im Vergleich zu einer Samenspende, einer Eizellspende oder sonst was, weil man sich eben auf was verpflichtet, was eine lange Zeit dauert. Also eine Schwangerschaft dauert 9 Monate, ist immer risikoreich und man gibt sozusagen vertraglich bestimmte reproduktive Rechte, die ja eben Menschenrechte sind, ab. Es kann bestimmt Szenarien geben, in denen das total gut und würdevoll und Menschenrechte, sozusagen, indem man versucht, das
so gut zu regeln, dass es für alle Beteiligten unter guten Bedingungen stattfindet. Realität ist, dass es in den allermeisten Fällen, die heute passieren, nicht so ist, sondern, also wenn man irgendwie zum Beispiel jetzt, Ukraine ist ein ganz großes Beispiel für Leihmutterschaft normalerweise, und jetzt sieht man, was sozusagen alles an äußeren Faktoren dazu beitragen kann, die ohnehin schwierige Situation von Leihmüttern in der Ukraine noch mehr zu verschärfen, die da jetzt irgendwie in bombardierten Städten sitzen und Kinder in Bunkern gebären und da auch nicht so richtig weg können, weil wenn sie wiederum ins europäische Ausland fahren, dann sind sie da, wo Leihmutterschaft illegal ist. Und wenn sie da das Kind kriegen, dann sind sie offiziell die Mutter, die sie nicht sein wollten. Und von daher gibt es einfach wahnsinnig viele Fragen, wo wir gesagt haben, wir haben keine Idee davon, wie man das so organisieren kann, dass tatsächlich die Rechte aller Beteiligten gewahrt werden. Und solange diese Lösung nicht gefunden ist, können wir irgendwie nicht die Legalisierung von Leihmutterschaft fordern. Und gleichzeitig gilt es immer zu bedenken, dass es natürlich, also ne, sozusagen, who am I, einer Person abzusprechen, dass sie sich im Kapitalismus, wo Leute Geld verdienen müssen, für diese Form der Arbeit entscheidet, während andere Leute sich für andere Formen der Arbeit entscheiden. Also wie wir ja auch bei Sexarbeit zum Beispiel, würde ich immer argumentieren, Frauen haben das Recht oder Menschen generell haben das Recht, sich dafür zu entscheiden, auf diese Weise ihr Geld zu verdienen. Und da steckt tatsächlich immer sehr viel Moralisierendes in den Diskussionen, weil wir uns bei anderen Arbeiten, die auch vor allem Frauen machen, die auch gesundheitsgefährdend sind und so weiter, wenn ich irgendwie an Reinigung, Care, Pflege, alles denke, ne, sozusagen, da kommt keiner und sagt, oh, aber diese Entscheidung, die für diese körperlich schwer belastende Arbeit, die dürfen Sie aber nicht selber treffen, da müssen Sie sich erstmal irgendwie von uns beraten lassen oder durch restriktive Gesetze laufen. Und von daher ist das ein Thema mit wahnsinnig viel Ambivalenz, und wir haben uns auch entschieden, diese Ambivalenz im Buch abzubilden, und die muss man vielleicht auch noch eine Weile aushalten, aber eben die Diskussion darüber muss geführt werden, und zwar möglichst ohne so einen moralischen Drüberbau. Ihr nickt, ihr seht das genauso. Es ist ja einfach so, dass die Reproduktionstechnologien ein riesengroßer Wirtschaftszweig sind und total boomen, ja, in denen irgendwie wahnsinnig viele Milliarden investiert werden, auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch mehr. Und dass diese Diskussion einfach auch die gesamte Gesellschaft führen sollte, ja, weil es aktuell eben so ist, dass Leihmutterschaft zum Beispiel in Deutschland verboten ist, aber so wie Dina das ja auch gerade vorgelesen hat, Menschen das eben im Ausland ja trotzdem für sich in Anspruch nehmen und dann eben deutsche Gerichte vor der Frage stehen, was ist jetzt mit den Kindern, ja, welchen Rechtsstatus bekommen die Kinder, wessen Kinder sind das und so weiter. Genau, und das ist eben so eine unklare rechtliche Situation. Und deswegen finden wir einfach, dass es darüber auch eine gesellschaftliche Debatte geben muss. Und das Buch ist eben nicht so, dass es klar Ja oder Nein sagt. Und ich finde auch, je länger man sich damit irgendwie beschäftigt, desto mehr Fragen zu dieser Thematik tauchen in einem im Kopf auf. Mir geht das jedenfalls so. Aber es ist eben, das Buch soll eben ein Beitrag zu dieser gesellschaftlichen Debatte auch sein, die dringend geführt werden muss. Danke. Wir sind fast durch mit unserer Diskussion, aber ich möchte noch ein letztes Thema ansprechen. Wir haben noch 5 Minuten, das vielleicht noch ein wenig leichter wieder ist, aber das ich auch sehr interessant fand, das Thema Verhütung. Weil, ja, vielleicht ganz pauschal, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, so viel, dann würde man denken, ja, Verhütung, das ist etwas, der Papst ist dagegen, FeministInnen sind irgendwie dafür. Aber Verhütung ist ja auch sehr stark kulturell geprägt. Patricia, mich würde da interessieren, was habt ihr da herausgefunden bei euren Recherchen? Und Verhütung war auf jeden Fall auch eines der Themen, wo ich am Anfang dachte, naja, was wird man da schon so groß zu sagen können? Interessant waren dann aber eigentlich schon, dass es ja zumindest ne, aus einer deutschen Perspektive gesellschaftlich überhaupt kein Thema ist. Also man macht es oder man macht es eben nicht, und vielleicht wird auch noch ein bisschen drüber gesprochen, aber halt auf jeden Fall im Privaten und nicht auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und das Fehlen dieses Gesprächs quasi bedeutet aber auch, dass verschiedene Aspekte außer Acht gelassen werden, die Verhütung betreffen. Also geschlechterdemokratische, bevölkerungspolitische, gesundheitspolitische, das wird alles nicht besprochen.
Und man kann ja vielleicht grundsätzlich sagen, erstmal ist Verhütung natürlich was Gutes. Also irgendjemand hat es, ich glaube Gesine hat es vorher schon gesagt, jahrhundertelang war es so, dass Frauen einfach einen Großteil ihres Erwachsenenlebens schwanger waren, mit allen sozusagen Nebenwirkungen. Ne? Also es ist eine hohe Belastung einfach für den Körper, 10 Schwangerschaften auszutragen oder Teil auszutragen. Wenn man es von heute aus denkt, dann hat eine Schwangerschaft natürlich immer auch starken Einfluss auf das restliche Leben sozusagen, also zum Beispiel auf Ausbildung, auf Lohnarbeit, auf die Möglichkeit, über den eigenen Körper zu bestimmen und dann, wenn man es groß denkt, auch auf alle Ebenen sozusagen die Geschlechterverhältnisse betreffen, also Gender Pay Gap, Renten Pay Gap, betrifft einfach das gesamte Leben von vorne bis hinten. Und wenn man dann halt, wie du fragst, irgendwie schaut, wie so Verhütung kulturell geprägt ist, würde man ja vielleicht mit einem deutschen Blick auch sagen, naja, die Pille halt irgendwie. Und hierzulande stimmt es auch tatsächlich. Also Pille ist immer noch mit einem ziemlich großen Abstand das Verhütungsmittel Nummer 1. Und da war dann zum Beispiel sehr interessant, dass die Pille eine extrem problematische Geschichte hat. Also ein sehr problematischer Aspekt ist zum Beispiel, dass die Grundlagenforschung für das Gestagen in den 1920er und 30er Jahren einen Arzt gemacht hat, der später in NS-Konzentrationslagern großflächig Sterilisationsexperimente an Frauen durchgeführt hat. Oder ein anderer Aspekt, der sich auch quasi bis heute durchzieht, ist, dass sehr früh die Nebenwirkungen bekannt waren und heute verschiedene Generationen der Pille mit Lungenembolien und Thrombosen in Verbindung gebracht werden und es einfach trotzdem Verhütungsmittel Nummer 1 bleibt. Ganz anders ist es, wenn man sich den globalen Kontext anschaut. Also da spielt die Pille eigentlich eine verschwindend geringe Rolle und das mit Abstand meist gebrauchte Verhütungsmittel ist die Sterilisation der Frau. Was auch wieder interessant ist, schon allein wenn man sich anschaut, in was für einem Verhältnis die Sterilisation der Frau zur Sterilisation des Mannes steht. Also die Sterilisation von einem Mann ist ein sehr kleiner Eingriff, überhaupt nicht vergleichbar mit der Operation, die bei einer Frau stattfinden muss. Und rein numerisch ist es ja auch so, dass die Sterilisation eines Mannes zumindest potenziell sehr viel mehr Schwangerschaften verhindern kann als die Sterilisation einer Frau. Und trotzdem sind Sterilisationen von Männern einfach verschwindend gering im Vergleich, was natürlich Fragen aufwirft in Bezug auf den Stellenwert männlicher Potenz gegenüber weiblicher Gesundheit. So. Genau, und sozusagen, dass über diese ganzen Themen, die Verhütung betreffen, nicht gesprochen wird, oder sozusagen, das zeigt einfach auch, auf was für ein patriarchales System auch Verhütung wiederum aufbaut. Und wenn man das ändern möchte, dann würde ich sagen, oder würden wir sagen, muss man drüber sprechen und muss zum Beispiel auch Männer stärker in die Verantwortung nehmen. Ja. Danke. Habt ihr noch etwas zu ergänzen, Gesine oder Dina? Ich finde, das war ein total guter Appell, um dann in die Diskussion zu gehen. Gut, vielen Dank. Dann kann ich mich jetzt zurücklehnen. Ich habe meine Fragen gestellt und ich möchte euch und Sie hier im Saal oder auch an dem Bildschirm dazu ermutigen, selbst Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge beizutragen. Wer traut sich als Erste oder als Erster? Ich habe hier sonst auch schon 2 Fragen aus dem Publikum per Zoom. Soll ich die schon mal stellen? Ja, gerne. Super. Die eine, da geht es um die künstliche Befruchtung. Gehen Sie in Ihrem Buch auch auf die Unterschiede ein zwischen heteronormativen Paaren in der Finanzierung von künstlicher Befruchtung im Vergleich zu homosexuellen Paaren und oder auch zu der Thematik, dass manchen transsexuellen Menschen noch die Option zur Kinderzeugung aberkannt wird oder diese nicht informiert werden über Optionen vor Operation? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist zum Thema Leihgebärendenschaft. Da nochmal die Frage, ist ein Verbot denn jemals eine Lösung zur wirklichen Verbesserung der Situation? Weil existieren wird dieses Geschäft ja wahrscheinlich trotzdem. Also zur ersten Frage, das machen wir. Also genau, es ist in Deutschland so, dass man, wenn man künstliche Befruchtung machen möchte, dann gibt es die Möglichkeit, dass man da einen Teil der Kosten erstattet bekommt. Und das ist aber eben
momentan noch ausschließlich oder fast ausschließlich verheirateten Heteropaaren vorbehalten. Und die ganz große Frage, ob das überhaupt finanziert werden soll oder nicht, ob man das auf eigene Kosten machen soll oder nicht, das ist die eine. Aber wenn ein Staat sich entscheidet, dass er da finanziell sich dran beteiligt, Kosten erstattet und so weiter, dann finden wir, muss es, darf es eben nicht an so Kriterien wie sexuelle Orientierung, Gender, auch nicht an verheiratet oder nicht, ob man ein Paar ist oder nicht, also sozusagen als Single-Frau hat man auch schlechte Chancen. Und an sowas darf es eben dann nicht hängen, weil dann wird ein Unterschied wieder aufgemacht in der Frage, wer soll sozusagen aus Perspektive des Staates und der Gesellschaft Kinder kriegen und wer nicht, wessen Familienplanung wird gefördert und wessen nicht. Und da geht es ja tatsächlich oft um große Summen, also das Kleingeld hat man auf der hohen Kante oder eben nicht. Und genau, und auch, was, glaube ich, viele Menschen, die sich mit der Thematik nicht beschäftigen, nicht wissen, ist, dass wirklich auch bis vor gar nicht langer Zeit Transmenschen, wenn sie ihr richtiges Geschlecht offiziell eingetragen haben wollten, sich sterilisieren lassen mussten, weil offensichtlich die Meinung war, ein Mensch mit Penis, der aber andersrum, ein Mensch ohne Penis, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ins Schwimmen gekommen. Genau, sozusagen, Leute, die schwanger werden, müssen irgendwie Frauen sein. So, und wer das nicht ist, der soll bitte auch nicht mehr schwanger werden. Und das ist natürlich ein massiver Eingriff in die körperliche Integrität und in die körperliche Selbstbestimmung eines Menschen. Und das ist zum Glück inzwischen auch in Deutschland abgeschafft worden, dieses Gesetz, aber nur nach wirklich langen und harten Kämpfen aus der Community selbst, die sich bis in die höchsten Gerichtsebenen hochgeklagt haben, wo das, dieses Gesetz dann für verfassungswidrig erklärt wurde. Und das ist ungefähr 10 Jahre erst her. Genau, dann würde ich vielleicht noch mal was sagen zu der Frage mit der Leihmutterschaft und dem Verbot. Es ist ja zum Beispiel bei der Eizellspende so, dadurch, dass die Eizellspende oder Eizellabgabe, sagen wir auch, in verschiedensten europäischen Ländern erlaubt ist, da sieht man eben sehr gut, dass ein Verbot ja eben nicht an den Grenzen Halt macht sozusagen, sondern dass die Menschen dann eben nach Tschechien oder nach Spanien fahren, was ja auch wirklich direkt nebenan ist, und da diese Eizellabgabe in Anspruch nehmen. So, und da ist es natürlich so, dass man sieht eben, dass ein Verbot nicht besonders weit führt sozusagen. Bei der Leihmutterschaft ist es, glaube ich, nochmal eine andere Sache, weil, das fanden wir zumindest interessant, wo man vorher vielleicht gedacht hätte, ja, das wird alles irgendwann immer liberaler, ja, oder ist alles irgendwie auf dem Vormarsch. So ist es aber nicht. Der Trend international geht eher in die andere Richtung. Also es kommen immer mehr Länder dazu, die Leihmutterschaft, zumindest die kommerzielle, zu verbieten, weil man eben genau an solchen Fällen wie in Indien gesehen hat, was für problematische menschenrechtliche Auswirkungen das eben haben kann. Und insofern würde ich nicht sagen, dass ein Verbot nichts bringt sozusagen, sondern im Gegenteil, ja, nur weil sozusagen Menschen irgendwas trotzdem in Anspruch nehmen oder die Nachfrage danach da ist, muss man das nicht alles erlauben. Ja, das wäre so ein bisschen unsere Position dazu. Und ich fand wirklich nochmal interessant zu sehen, wie viele Länder nach und nach Leihmutterschaft tatsächlich verbieten. In Thailand gab es diesen Fall, wo eben eine Leihmutter Zwillinge bekommen hat und das australische Bestellpaar sozusagen dann eins der Kinder dagelassen hat, weil es eine Behinderung hatte. Ja, und das war eben zum Beispiel in Thailand ein Fall, der für sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat, ja, zu Recht ja auch, und wo Thailand dann sozusagen angefangen hat und Leihmutterschaft verboten hat. Und so hat sich das eben international in den letzten Jahren entwickelt. Deswegen, ja, glaube ich, einfach sozusagen die Position, ein Verbot bringt eh nichts, würde ich an der Stelle so nicht sehen. Und andersrum ist es eben schwierig zu sagen, wir müssen das legalisieren, nur weil es irgendwie in anderen Staaten legal ist. Danke. Gibt es weitere Fragen? Ja, erstmal wollte ich euch danken für dieses Buch. Also mir geht es ähnlich wie dir. Ich bin auch ein Fan. Ich lese eure Texte gerne. Und wenn ihr drei was zusammenschreibt, dann kann es nur lesenswert sein. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf. Und ich wollte sagen, dass ich, ihr beschäftigt euch ja alle drei auch eben mit den Themen der Einwanderungsgesellschaft und Rassismus.
Und mir war tatsächlich, oder mir ist oft nicht so klar, wie sehr das alles dann doch, also Antifeminismus und Frauenfeindlichkeit und Rassismus und Rechtsextremismus, wie stark das miteinander verwoben ist. Und ich frage mich so ein bisschen, was bei dem Thema vielleicht euer Learning ist, was, also wie man das besser zusammendenken kann oder auch in der Arbeit dagegen, im Engagement gegen Rassismus zum Beispiel, diese Themen auch besser zusammenbringen kann. Also ich sage das als jemand, die sich viel mit Rassismus beschäftigt, aber sehr wenig darüber spricht, was ihr jetzt behandelt habt. Und genau. Und vielleicht, wenn ich mir noch ein zweites Thema wünschen kann, bis Sie alle noch weitere Fragen haben, ein ganz anderes Thema, was mich tatsächlich auch aus meiner persönlichen Biografie sehr beschäftigt ist. Wir sind jetzt heute Abend bei all den Themen, die es gibt, seid ihr wenig eingegangen oder noch nicht eingegangen auf die Studienlage, also was zum Beispiel medizinisch geforscht wird. Und da würde mich tatsächlich interessieren, gerade was Schwangerschaftsförderung oder wie, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ich habe diesen Part meines Lebens komplett verdrängt, aber alles, was getan wird oder Paare tun, um schwanger zu werden, diese Art von Industrie und dieser Mangel an Studien, der mir damals begegnet ist. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal was sagen. Genau. Danke. Danke. Zwei sehr verschiedene Fragen. Vielleicht die erste Frage, wie können wir uns gegenseitig unterstützen in diesen Kämpfen? Ich würde vielleicht anfangen. Also ich würde erstmal auf jeden Fall die Beobachtung teilen, dass es wichtig ist, oder auch die Forderung sozusagen, dass es wichtig ist, diese also verschiedene Themen, die zusammenhängen, auch zusammen zu denken. Und für uns, glaube ich, war das ein Erkenntnisprozess quasi auf dieser Ebene reproduktive Rechte. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, in welchen Ländern jetzt einfach mal Verhütung problematisch ist, dann kann man sehr sicher davon ausgehen, dass an dem Ort Schwangerschaftsabbruch auch problematisch ist und andersrum. Ne? Also es hängt sozusagen, diese ganzen Rechte sind verknüpft auf der einen Ebene. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und schaut, an welchen Orten Frauenrechte weit oder sozusagen besser verwirklicht sind als an anderen, dann kann man sagen, an den Orten, an denen Frauenrechte ein Problem haben, gibt es auch ein Problem mit häuslicher und sexualisierter Gewalt, mit Diskriminierung von LGBTI, mit Rassismus. Also da sind einfach wahnsinnig viele Verschränkungen da. Und wie denkt man das jetzt besser zusammen oder wie arbeitet man besser zusammen? Also wir hatten, habe ich vorher schon kurz gesagt, wie gesagt, den Eindruck, dass so dieser Komplex reproduktive Rechte und reproduktive Gerechtigkeit hier überhaupt noch nicht diskutiert wird, sodass ich sagen würde, da müsste man vielleicht erstmal so ein bisschen die Debatte in den Mainstream bringen. Und dann wäre es natürlich toll, wenn man schaffen würde, da verschiedene sozusagen über Bewegungen wahrscheinlich oder hoffentlich auch über parlamentarische Politik die Anknüpfungspunkte zu sehen und sich auszutauschen. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Autorinnen einlädt in andere Zusammenhänge. Ich würde noch was ergänzen dazu. Ferda, du kennst das ja, dass in Deutschland nicht so gerne über Diskriminierung im Gesundheitswesen geredet wird. Also ne, sozusagen, sobald es irgendwie öffentlich angesprochen wird, dass möglicherweise Rassismus im Gesundheitswesen existiert, dann bricht ein Shitstorm los. Und Tatsache ist aber, dass genau solche Sachen zu lernen und zu erforschen auch total wichtig ist für die Frage von reproduktiven Rechten, weil wir zum Beispiel, wir beschreiben im Buch, wie in den USA schwarze Frauen eine wahnsinnig viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, an den Folgen von Schwangerschaft und Geburt zu sterben als weiße Frauen. Und solche Studien oder solche Aussagen könnte man über Deutschland überhaupt nicht treffen, genau wie man auch sonst keine Aussagen darüber treffen kann, ob Menschen of Color, MigrantInnen oder in Deutschland Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung begegnet. Und das sind ja Fragen, die ganz grundsätzlich geklärt werden müssen und eben, wo es dann auch wichtig ist, an einem Strang zu ziehen, weil die verschiedenen Bewegungen, die gerade eben noch nicht so viel zusammendenken, diese Informationen alle brauchen. Also es gibt zum Beispiel Berichte, es gibt ganz viele so anekdotische Berichte für Deutschland, dass irgendwie im Krankenhaus eine
Frau of Color in den Wehen, die Hebammen sitzen im Hebammenzimmer und sagen, ach, und hören ein Schreien, so, ach, das ist wieder die Türkin von da drüben, die schreien immer so laut, ohne dass was ist und wollen bloß Schmerzmittel oder sowas. Und da sieht man ja, wie sozusagen dieses Recht irgendwie auf würdevolle und gute Betreuung unter der Geburt und das Recht, nicht rassistisch diskriminiert zu werden, sozusagen beides gebraucht wird, um diese Situation aufzulösen. Oder wie diese Rechte beide nicht erfüllt werden in dieser Situation. Ja, da hast du gleich das Thema auch noch aufgemacht, das ich mir auch noch notiert hatte. Es gibt nämlich auch noch ein Kapitel zu Gewalt unter der Geburt. Und eben auch diese intersektionale Verknüpfung. Möchte noch eine von euch ergänzen, sonst würde ich gern auch noch mal die zweite Frage in den Raum werfen. Bitte. Ja, die Frage von Ferda zum Thema Studienlage. Also inwiefern fehlt es an medizinischen Studien oder Studien zu Reproduktivität sozusagen. Könnt ihr dazu was sagen? War das ein Thema in eurem Buch oder in euren Recherchen? Genau, also weil du auch gerade schon selber das Thema Gewalt unter der Geburt angesprochen hast, das ist zum Beispiel eins, wozu es definitiv an Studien und an wissenschaftlicher Arbeit fehlt, weil das Thema zwar wahrscheinlich sehr alt ist, ja, also sehr viele Menschen haben wahrscheinlich Gewalt unter der Geburt erlebt, aber gesprochen wird darüber erst seit kurzer Zeit und ich würde sagen auch nur in bestimmten Kreisen und in bestimmten Szenen. Und dazu gibt es eben in Deutschland auch kaum wissenschaftliche Daten. Also man könnte gar keine Statistik wirklich finden, die einem da weiterhilft. Und auch da ist natürlich dieser intersektionale Aspekt total wichtig. Ja? Also wie sind beispielsweise Menschen, die Rassismuserfahrung gemacht haben, noch stärker oder anders betroffen davon? Oder was heißt das für queere Menschen, wenn sie ins Krankenhaus gehen, um zu gebären? Mit was sind queere Menschen da konfrontiert? Also das wäre zum Beispiel ein Bereich, wo es dringend mehr Studien und mehr Forschung braucht. Oder auch das Thema Reproduktionstechnologien. Das hatte Dina, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt. Zu Leihmutterschaft gibt es auch kaum wirklich belastbare Studien oder Zahlen. Also da ist, glaube ich, sehr, sehr viel. Sind sehr, sehr viele Bereiche, wo es mehr Studien und mehr Forschung auch zu bräuchte. In Deutschland, aber auch international. Und wahrscheinlich aber natürlich auch mit einem bestimmten Fokus, weil ich muss jetzt gerade denken an unseren ehemaligen Gesundheitsminister Herrn Spahn und seiner Studie zu Traumata, also vermeintlichen Traumata nach einer Abtreibung. Was ist aus der eigentlich geworden? Ist das jetzt abgesägt? Der hat die ja sozusagen auf den Weg gebracht, eine der teuersten Studien des Gesundheitsministeriums ever, und wollte nachweisen, dass Frauen dieses Post-Abortion-Syndrom erleiden, also sozusagen in Depressionen stürzen nach Schwangerschaftsabbrüchen. Da gab es ziemlich viel Aufschrei, weil er das auch so sozusagen so nebenbei mit reingedrückt hat. Und das hat sich aber insofern ganz gut entwickelt, als dass die Studie dann ausgeschrieben wurde und die WissenschaftlerInnen bekommen haben, die in dem Feld arbeiten und die da eine Studie auf den Weg bringen, die sehr viel Information einfach bringen kann an der Stelle und die sehr breit anlegen und diese ganzen Fragen wie Post-Abortion-Syndrom, was wissenschaftlich längst widerlegt ist, sozusagen nicht als Fragestellung mit aufnehmen. Die hat schon angefangen. Ich glaube, dass, welches Jahr haben wir jetzt? Ich glaube, nächstes Jahr sollen die ersten Ergebnisse kommen. Ja. Danke. Gibt es weitere Fragen? Jana? Noch einige Fragen. Ich fange mal mit der ersten an zu, wie stehen die Autorinnen zu der Wahlfreiheit von GynäkologInnen, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten, beziehungsweise das Recht von ApothekerInnen, die Herausgabe der Pille danach aus Gewissensgründen abzulehnen? Woran liegt es, dass gerade in Kontexten von reproduktiver Gerechtigkeit die Versorgungspflicht hinter einem persönlichen Vorbehalt gestellt wird? Das ist das eine Spektrum. Die andere Frage geht um Intergeschlechtlichkeit. Das Recht auf Reproduktion wird vielen intergeschlechtlich geborenen Menschen genommen. Andererseits werden viele Spätabtreibungen nach der 24. Woche selektiv wegen des vermuteten Geschlechts
Inter vollzogen und dies ohne Beratung. Will eine Inter-Person mit Uterus eine Eizellspende, ist dies nicht möglich. Wie gehen Sie mit dem Paradox um? Das waren zwei Themenkomplexe. Genau. Ich würde zur ersten Frage mal was sagen. Also ich glaube, eines der Grundprobleme ist, dass es in Deutschland überhaupt kein Steuerungstool dafür gibt, sicherzustellen, dass es genug ÄrztInnen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche machen. Und wenn es das gäbe, dann wäre ich völlig einverstanden damit, dass jeder niedergelassene Arzt, jeder niedergelassene Ärztin selber entscheidet, ob sie das macht oder nicht, weil sichergestellt ist, jede Person, die eine Abtreibung braucht, bekommt eine. Und das geht eben zum Beispiel, die Diskussion gab es in verschiedenen Bundesländern jetzt zwischenzeitlich mal darüber, dass man sagt, dass, also andersrum angefangen, es gibt einen gesetzlichen Auftrag. Die Länder haben sicherzustellen, dass es genug Einrichtungen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und das können sie unter anderem machen, indem sie sagen, sie sorgen dafür, dass es an den Krankenhäusern in kommunaler Trägerschaft genug Leute gibt, die das machen. Und da schreibt man das dann einfach in die Stellenausschreibung mit rein als Voraussetzung. Wir suchen hier eine Gynäkologin, die zu deren Aufgabenspektrum unter anderem gehört, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Und das passiert aber nicht, sondern als ich damals versucht habe, rauszufinden, vor ein paar Jahren schon, wie viele ÄrztInnen in Deutschland überhaupt Schwangerschaftsabbrüche machen. Irgendwann hat das Statistische Bundesamt dann nach viel Nachgehake mal eine Zahl gesagt. Aber wenn man in den Ländern nachfragt oder bei den Ärztekammern oder bei den kassenärztlichen Vereinigungen, dann bekommt man da überhaupt keine Antwort. Und es gibt sozusagen diese Übersicht quasi gar nicht. Vor allem nicht bei denen, die politisch eigentlich dafür sorgen müssten, dass die Versorgung gewährleistet ist. Und das ist halt das Grundproblem. Und wenn man da ansetzen würde und sicherstellt, dass es immer ein ausreichendes Angebot gibt, dann ist mir ehrlich gesagt egal, ob in der Praxis in Straße XY jetzt Abbrüche gemacht werden oder nicht. Wie steht ihr dazu? Ja, ähnlich. Aber die Frage war ja auch noch nach der Pille danach und das ist, finde ich, Apotheken haben die rauszugeben. Das hat auch mit Abtreibung ja nichts zu tun. Das ist ja nochmal sozusagen eine ganz andere Frage und ich finde irgendwie als Apothekerin da zu stehen und zu sagen, nee, das gebe ich Ihnen nicht aus Gewissensgründen, hat überhaupt keine Grundlage. Vielleicht eine kurze Ergänzung noch, also die Frage Gewissensentscheidung oder nicht, das ist ja auch eine, die sozusagen stark mit dem Diskurs über Abbrüche zu tun hat und da kann es natürlich schon ein Problem sein, wenn man sagt, na klar, du bist eine Ärztin, aber du musst, oder eine Gynäkologin, aber du musst keine Abbrüche machen. Es gibt in zum Beispiel Italien, wo es noch ein bisschen krasser ist, Regionen, in denen 90% der Ärztinnen keine Abbrüche mehr machen. Und dann kriegt das natürlich eine extreme Schieflage. Und in Deutschland ist es ja so, dass zum Beispiel bis jetzt, also das soll sich hoffentlich auch ändern, aber Abbrüche im Medizinstudium kein Thema sind. Also die werden nicht gelehrt. Man muss sich das selbst organisieren in Workshops an Papayas, weil die in Form und Konsistenz einer menschlichen Gebärmutter ähneln. Und das ist schon erschreckend. Es gibt auch genauso keine medizinische Leitlinie zu Schwangerschaftsabbrüchen. Also da müsste man, glaube ich, viel früher anfangen sozusagen, als an der Frage, darf ein Arzt, darf eine Ärztin aus einem Gewissen heraus sagen, ich mache keine Schwangerschaftsabbrüche. Das hat ja auch alles wiederum mit dem Paragraphen 218 zu tun, weil solange das im Strafgesetzbuch steht und das Ganze ja nicht wirklich legal ist, ist es natürlich auch so, dass Ärztinnen und Ärzte das so ein bisschen vielleicht auch ja ungerner machen wollen, ja, und deswegen hängt auch das alles wieder mit dem Paragraphen 218 zusammen und die Ampelkoalition hat ja zumindest eine Kommission angekündigt. Das ist natürlich nicht das, was Feministinnen gerne gehabt hätten, aber vielleicht kann man ja diese Kommission irgendwie nutzen, um in dieser Debatte voranzukommen. Und vielleicht zeigt ja auch die Studie nochmal, wie schlecht eigentlich die Situation vor Ort ist, um darüber auch einen Hebel zu haben, tatsächlich bei diesem Thema irgendwas langsam mal voranzubringen. Danke. Auch in den jahrelangen Recherchen, die wir jetzt gemacht haben zum Thema Schwangerschaftsabbruch, ist mir ein Zitat von einem Gynäkologen sehr in Erinnerung geblieben, der gesagt hat, wir betreuen unsere Patientinnen
sozusagen in ihrem gesamten Lebenslauf von der Verhütung über die Schwangerschaft zur Geburt und eben aber auch beim Schwangerschaftsabbruch. Das alles sind Dinge, die im Leben von Menschen, die schwanger werden, vorkommen oder vorkommen können. Und ich glaube, eine der ganz wichtigen Sachen, wie Patricia gerade gesagt hat, ist, was wir brauchen, ist ein Grundverständnis dessen, dass Schwangerschaftsabbrüche Teil von der Basisgesundheitsversorgung sind, genau wie sichere Geburten Teil von der Basisgesundheitsversorgung sind und so weiter. Also dass das eben was ist, was grundlegend zum Arztberuf dazugehört, weil es eben grundlegend zum Leben von Menschen gehört, die schwanger werden können und zu einer Gynäkologin gehen. Dankeschön. Dann wollen wir noch über die zweite Frage sprechen, also das Paradox, dass auf der einen Seite Interpersonen ja, die reproduktiven Rechte abgesprochen werden, auf der anderen Seite das quasi eine Art eugenische Diagnose für eine Spätabtreibung sein kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Also dieses ganze Thema Pränataldiagnostik und die Frage nach Schwangerschaftsabbrüchen bei vermuteter Behinderung ist ein riesiges Thema und auch natürlich ein wichtiges feministisches Thema, das wir im Buch jetzt nicht behandeln, weil wir gesagt haben, wir wollen uns sozusagen mit den Rechten des Menschen beschäftigen, der schwanger wird oder schwanger werden kann. Wir finden es trotzdem total wichtig und sagen im Buch auch, geben Tipps, wen man lesen könnte. Zum Beispiel Kirsten Achtelig beschäftigt sich ziemlich viel mit dem Thema. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es auch da ein Problem, dass wir leben in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft, wo erstens einer der Gründe, warum ganz oft irgendwie Pränataldiagnostik gemacht wird, um Behinderung zu sehen. Wir haben uns jetzt, muss ich ehrlich sagen, mit dem Thema Inter auch nicht so viel beschäftigt im Buch. Ich wollte das jetzt nicht zusammenwerfen, Intergeschlechtlichkeit und Behinderung, aber da ist eben auch dieses Präna-Thema total groß. Und in einer Gesellschaft, die sozusagen alles, was von einer heterosexuellen, cisgeschlechtlichen, weißen Normativität abweicht, ist es immer ganz schwer, Individuen ihre Entscheidungen vorzuwerfen und zu sagen, ich lasse was nachgucken, ich lasse was nicht nachgucken, ich entscheide mich so, sondern da stecken ganz, ganz große gesellschaftliche Themen dahinter, die total dringend angegangen werden müssen. Eben zum Beispiel, dass intergeschlechtliche Personen genauso Platz in der Gesellschaft haben und auch das Recht haben, ihre reproduktiven Rechte wahrzunehmen. Und das sind tatsächlich aber auch Diskussionen, die leider noch total selten geführt werden. Und dann ist es ja eben so, und das war ja auch der andere Teil der Frage, dass eben inter- und transgeschlechtlichen Menschen lange Zeit oder teilweise immer noch abgesprochen wird oder verboten wird oder sogar durch Eingriffe und Operationen verhindert wird, dass diese Menschen schwanger werden können. Und das ist natürlich hochproblematisch. Teilweise wurde das ja inzwischen schon auch verboten, ja, aber die Bundesregierung hat sich dafür zum Beispiel nie entschuldigt bei den Betroffenen. Und gleichzeitig, gerade wenn es um intergeschlechtliche Menschen geht, dann ist das immer noch nicht rechtlich so klargestellt, dass wirklich reproduktive Rechte auch für intergeschlechtliche Menschen vollkommen verwirklicht sind. Ja, und das ist eben nochmal ein Beispiel, wo man sieht, dass eine Gruppe, wie Dina gesagt hat, die eben von dieser Norm abweicht, diese Rechte eben aberkannt werden. Danke. Ja, fünf, eine Frage, genau. Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch wahnsinnig darauf, euer Buch zu lesen. Ich würde doch noch mal gern auf diese Leihmutterschaft-Frage zurückkommen. Tut mir leid, aber es ist einfach auch so ein neues Thema. Und ihr sagt ja selber, dass es mehr Fragen auch für euch aufwirft als Antworten. Aber wenn ihr schon irgendwie so zu dem Schluss gekommen seid, dass ihr eher zu einem Verbot neigt, dann frage ich mich schon, ob da nicht irgendwie der Vorwurf dann kommt, also ihr wollt jetzt aber auch wieder über den Körper der Frau bestimmen und darüber bestimmen, ob sie ein Kind haben darf oder nicht. Und also ich frage mich, ob da nicht doch wirklich eine Parallele zu ziehen ist zu der Frage von Sexarbeit, dass man sagt, also wir sind uns klar, dass es diese globalen Ungerechtigkeiten gibt, dass es Ausnutzung gibt von Situationen und so weiter.
Aber wir wollen nicht die Frauen kriminalisieren, sondern dann eher die Besteller oder die Art und Weise, wie das dann abläuft, die Kommerzialisierung oder so. Aber der Frau im Endeffekt doch die Entscheidung selbst überlassen, dass sie das tut. Weil ein Verbot, schwanger zu werden, also ob das jetzt kommerziell ist oder nicht kommerziell, ich finde das unheimlich schwierig, sich dann gegen den Vorwurf verwehren zu können, das ist ein Verbot von Schwangerschaft im Endeffekt. Und ich habe da jetzt auch gar keine andere, es ist jetzt wirklich nur so eine Frage, wie kann man dem dann entgegnen, wenn wir uns alle doch so stark dafür aussprechen wollen, dass eine Frau wirklich selbst entscheiden kann, ob sie schwanger werden will oder nicht. Danke. Ich fange mal an, vielleicht ergänzen wir so ein bisschen. Also das ist, ich würde sagen, Leihmutterschaft war so das Thema, wo wir auch einfach am meisten hingen. Also wir hatten, wir wussten, bevor wir angefangen haben zu schreiben, dass wir weitgehend auf einer Linie liegen, würde ich sagen, was so reproduktive Rechte angeht. Und dann kamen so im Laufe des Buchs immer mal Themen, die wir ausdiskutiert haben, im Text oder im Zoom. Und Leihmutterschaft hat wirklich gedauert. Und ich verstehe total und ich würde also auch sagen, für mich ist es auch unbefriedigend, aber also ich würde sagen, unsere Position ist nicht, wir fordern ein Verbot, sondern wir fordern keine Legalisierung. Also das, ne, da ist ja irgendwie auch nochmal ein Zwischenschritt, also sich zu der Position durchzuringen, zu sagen, wir brauchen eine Legalisierung in Deutschland, das ist uns auf jeden Fall zu viel gewesen. Und genau diese Parallele zu Sexarbeit, die gibt es irgendwie. Die gibt es zum Beispiel auch bei dem Thema Eizellabgabe. Und da ist ja immer die Frage, wie weit geht diese Selbstbestimmung über den eigenen Körper? Und da kommen halt wieder verschiedene Argumente rein, wie zum Beispiel, es gibt ja also Organspende oder so. Da könnte man natürlich auch sagen, irgendwie, naja, ist ja mein Körper, kann ich irgendwie mitmachen, was man will. Aber da gibt es ja auch aus guten Gründen Verbote, Organe zu verkaufen zum Beispiel. Und eine 9-monatige Schwangerschaft birgt Risiken, gesundheitlich, körperlich, emotional auch tatsächlich, die, von denen wir sagen würden, die sind im Vorhinein nicht so vertraglich regelbar quasi, dass nachher am Ende von dieser 9-monatigen Schwangerschaft in allen Umständen alles genau geregelt wird. Und anders als zum Beispiel bei diesem Thema Eizellabgabe geht es halt nicht um Gewebe, sondern es geht letztlich um einen Menschen, der zum Gegenstand von einem Kaufvertrag wird. Und da, sozusagen, da sind einfach nochmal verschiedene Barrieren an der Stelle, bei der wir jetzt gesagt haben, so, das ist einfach eine Nummer zu viel. Und ich würde aber auch genau wie du sagen, also kriminalisiert werden sollten nicht die Personen, die das machen und genauso wenig auch die Kinder, die dabei rauskommen. Das ist natürlich jetzt auch gerade wenn man sich die Ukraine anschaut oder so, das ist einfach für, es gibt Reproduktionsweisen. So, also es gibt Kinder, die gewollt waren, geboren wurden und die dann nachher irgendwie niemand mehr bekommen kann, weil die rechtlichen Lagen in den Ländern das verhindern oder weil irgendwie ein Krieg dazwischen kommt. Oder so. Es gab auch irgendwie am Anfang von der Pandemie, oder war die Ukraine auch ein großes Beispiel dafür, sozusagen als die Grenzen dicht waren zwischen den Ländern und die Babys konnten nicht ausgeliefert werden. Und das sind aber natürlich dann alles so eine komplexen Dinge, die irgendwie in der Welt, in der wir leben, unserer Ansicht nach irgendwie nicht zu regeln sind. Und deswegen war sozusagen die Position fürs Buch, wir fordern auf jeden Fall keine Legalisierung. So. Ja. Wollt ihr noch? Nee. Ja, danke schön. Dann sind wir auf der Zielgeraden, 21 Uhr. Und ich würde diejenigen, die jetzt noch hier im Raum sind, bitten, auch gleich noch runter zu gehen, wenn sie möchten natürlich. Es gibt noch ein bisschen etwas prickelndes Sekt und auch etwa ein paar Häppchen. Und ich glaube, die drei Autorinnen sind auch noch da, um Fragen zu beantworten oder vielleicht das ein oder andere Buch zu signieren. Für die an den Bildschirmen kann ich nur sagen, das Buch erscheint übermorgen. Und ihr könnt es dann vielleicht nicht signieren lassen, aber auf jeden Fall noch einmal von vorne bis hinten durchlesen. Und ich danke euch vielmals für die Präsentation heute, aber auch für euren wichtigen Beitrag zum Diskurs. Und ich hoffe, auch das wird dazu beitragen, dass wir hier anfangen, in Deutschland das Thema besser und breiter zu diskutieren. Ja, und vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung für die Veranstaltung.
Und vielen Dank natürlich ans Publikum und für die vielen tollen Fragen.